Leute. Ja, jetzt müsst ihr gar nicht lange raten, worum es in dem Video geht. Es geht um Gleichgewichtsübungen, um den Trackstand. Da habe ich schon mal ein Video gemacht, aber das war bei Scheißwetter mit blöder Kamera, weil die eine defekt war. Jetzt mit der ganz normalen kleinen Kamera. Und legen wir los. Also, liebe Leute, manche fragen sich vielleicht schon immer, wo ist der Sinn, einfach irgendwo rumzustehen auf dem Fahrrad. Vielleicht, wenn ihr auf die Kumpels wartet oder an der Ampel, wenn rot ist, einfach die Zeit vertreiben. Aber ihr könnt euer Bike-Gefühl, eure Kontrolle damit verbessern. Natürlich, ab einem gewissen Punkt ist auch wichtig, dass ihr Gleichgewicht übt im Kontext. Also zum Beispiel in langsam steilen Stücken, bergab. Könnt ihr auch mal in Treppen stehen bleiben. Ich verlinke euch mal ein Video. Jetzt habe ich hier mal den ganz klassischen Trackstand, den ihr, wie ihr, ich gerade im Garten machen könnt. Und ihr seht schon, es hat viel mit Ausgleichsbewegung zu tun. Also mit seitlichen Ausgleichsbewegungen, mit den Knien, mit dem Oberkörper und man kann auch so leicht vor und zurück die Bewegung machen. Ihr kennt das, man kann sich erstmal irgendwo abstützen. Wir machen jetzt mal nochmal Schritt für Schritt. Wenn ihr noch ganz neu im Thema seid, ich finde es immer sehr schön, man kann sich am Anfang auch mal abstützen, seitlich oder hier frontal. Ich habe jetzt einfach hier eine Statue genommen. Ihr könnt, ihr solltet nicht die weiße Mauer vom Nachbarn nehmen oder so, weil die Reifen hinterlassen Spuren auf jeden Fall. Vielleicht einen Baumstumpf oder so, irgendwas, wo ihr keine Spuren hinterlasst. Genau, dann Druck aufs vordere Pedal geben. Ja, und es ist immer schön, also mir fällt total auf bei allen Gleichgewichtsübungen, dass viele Leute wieder da viel zu tief stehen oder viel zu viel Druck am Lenker haben, viel zu verspannt sind. Da kann man schon wieder üben, ähnlich wie in der Grundposition, ganz entspannt aufrecht zu stehen, Gewicht auf die Füße zu nehmen, die Ferse hängen zu lassen. Also auch da eine schöne Übung. Und wieder intuitive Ausgleichsbewegung. Man kann auch mal ein bisschen provozieren, das Rad so ein bisschen zur Seite, dann das andere Knie raus, das Rad wieder zurück. So, alles so ein bisschen spielerisch. Ihr werdet merken, das ist ein gutes Gefühl, wenn man sein Rad so unter Kontrolle hat. Also erster Schritt auch mal sich irgendwo abstützen. Ja, und wenn man das schon ein bisschen kann, macht es auch Spaß, sich da wieder abzudrücken und weiterzufahren. Was total Sinn macht, ist auf jeden Fall, dass man, bevor man, wie ich jetzt gerade, versucht sehr lange irgendwo zu stehen an der Ampel oder so, das führt oft bei Leuten, die noch nicht so viel geübt haben, dazu, dass sie mit dem Vorderrad rumwedeln. Man will das Vorderrad eher ruhig halten, deswegen macht man erstmal ganz kurze Trackstands. Also man rollt irgendwo lang, bremst ab, Vorderrad einschlagen und wieder weiterfahren. Je nach Gefälle muss man auch mal bremsen und dann wieder weiterfahren. Also erstmal nur Mini-Trackstands machen, um ruhiges Vorderrad zu haben, schon mal ein Gefühl zu kriegen und anstatt den Fuß runter zu machen, wieder weiter nach vorne fahren. Im Zuge der Gleichgewichtsübung könnt ihr dann auch die kleinen Kicks üben. Also schaut mal auf die Kurbeln und man kann immer so kleine Kicks nach vorne machen. Mit einem mittleren oder leichten Gang. Ups, das war der schöne Flyer. Also, da werdet ihr merken, das kann man auch gut in Passagen verwenden, wo man nicht pedalieren kann, weil mit dem Pedal aufkommt oder nur einen kleinen Schwung braucht, kann man mal kleine Kicks geben. Sieht jetzt simpel aus, funktioniert über die Kettenspannung und das vordere Pedal immer so leicht erhöhen und dann einen kleinen Kick geben. Gutes Gleichgewichtstraining, sag ich jetzt. Also, es ist gut, das auf jeden Fall leicht bergauf zu üben. Da hat man so einen kleinen Gegendruck und dann kann man auch anfangen, ihr werdet jetzt merken, mit der Kettenspannung zu arbeiten. Das macht es sogar einfacher. Ich mache jetzt mal beide Bremsen zu, dann werdet ihr merken, man kann nur noch seitlich ausgleichen. Macht man die Bremsen auf, das funktioniert leicht bergauf oder in der Ebene, kann man auch leicht hin und vor und zurück sich bewegen. Das macht erstmal Spaß und ist echt auch gut, weil man sich auf einmal viel freier fühlt. Dann werdet ihr merken, das kann man so ein bisschen steigern. Genau, und das ist immer eine gute, sehr schöne Sache zum Ausgleichen, vor und zurück. Wenn man einen ruhigen Punkt gefunden hat, lehne ich ganz gern den Rahmen oder den Sattel ans Bein an, an der Wade oder ans Oberschenkel, je nachdem, wie hoch der Sattel ist. Ja, und dann macht es auch Spaß, wenn man anfängt, so ein bisschen zu variieren, zum Beispiel, dass man mal eine Hand wegnimmt. Wenn man eine Hand dann weggenommen hat, merkt man, man fängt wieder an, ein bisschen mehr den Körper zu nutzen für Ausgleichsbewegung. Auf jeden Fall eine schöne Übung. Ja, kann man natürlich irgendwelche Spielereien machen für Fotos. Keine Ahnung, einmal Peace. Und ja, das ist natürlich sehr schön. Und jetzt kommt natürlich, wenn man es noch steigern will, da muss man sich immer überlegen, ob man es nur fürs Foto macht, weil dann muss man es nicht lange halten. Oder wenn man ein bisschen angeben, dann muss man es schon länger halten können. Ich kann es jetzt nicht so lange halten, ich zeige es euch aber mal. Einen Moment, ich muss mich einmal wieder kurz kalibrieren. Also wieder Schokofuß, immer ganz wichtig. Und dann wieder gucken, ob man einen guten, ruhigen Punkt findet. Und merkt, da fühlt man sich jetzt wohl. Man fängt wieder an, eine Hand wegzunehmen. Genau, und jetzt kann man auch hingehen und sagen,
Ich nehme mal beide Hände weg. Nach dem Motto, wie die Amis immer sagen, look mom, no hands. Ja, das hat natürlich eine schöne Übung. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder einen guten Punkt finden. Man stützt auf jeden Fall das Rad am Körper, am Bein ab, damit es halt eine gute Abstützung hat. Ja, und dann fängt man an, vielleicht erstmal nur so leicht weg mit den Fingern. Ja, und dann möglichst schön fürs Foto lächeln, bisschen balancieren und zack, weiter. Ja. Also der Trackstand No Hand natürlich eine reine Spielerei. Gerade wenn man im Urlaub ist, vielleicht ein schönes Fotomotiv, wenn man irgendwo einen schönen Hintergrund hat, muss man auch nicht so lange halten. Kann man natürlich versuchen, ja, und macht auch Spaß, ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, jetzt können wir euch trotzdem fragen, neben der Fertigkeit des Balancierens, kann ich den Trackstand auch manchmal so benutzen. Ich würde sogar sagen, ich habe zwei klassische Situationen, wo ich ihn benutze. Ich kann die jetzt schlecht simulieren, ich erzähle es euch einfach mal. Zum Beispiel, wenn ich im Trail irgendwo eine Kreuzung habe oder eine Linienwahl habe, wo ich auswählen muss, links über die Wurzel, dann in Steile oder rechts über den dicken Stein, oder am Stein vorbei, dann kann man manchmal im Trail stehen, kurz Trackstand gucken, oh, was kommt da, und dann entscheiden und weiterfahren. Also auf jeden Fall ganz cool, dass man das macht. Und wenn man berghoch fährt in der Gruppe und vor einem, dem ist irgendwie der Hinterreifen durchgerutscht oder sowas, und er steigt ab und man ist wirklich schon richtig im steilen Berg, dann mache ich auch manchmal ganz gerne, dass ich dann im Trackstand kurz warte, so, bis er Platz macht. Und dann weiterfahre. Ist auf jeden Fall auch ganz cool. Da muss man halt nicht im steilen Trail schmal und steil direkt wieder aufsteigen. Genau, deswegen macht man das sogar manchmal in der Praxis. Und was man manchmal hat, wenn man irgendwo, wo es eng ist oder so, ein Trackstand geübt hat, auch ein bisschen Rückwärtsfahren geübt hat, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Fakie fahren, verlinke ich euch. Dann kann man auch aus Sackgassen kommt man gut raus. Man ist irgendwo, kommt nicht mehr weiter, dann kann man sich so ein bisschen nach hinten und wieder weiterfahren. Auf jeden Fall, Gleichgewichtsübungen werden nie langweilig und man variiert das nachher und balanciert auf schmalen Balken oder so. Und wenn man ein gutes Gleichgewichtsgefühl hat, kann man auch dann so Dinge machen wie den Abstieg. Wenn man jetzt auf einem schmalen Ding fährt und es nicht schafft, kann man auch versuchen so abzuspringen. Alles Dinge, die auf Balance basieren, also übt das auf jeden Fall. Ich freue mich euch zu sehen. Bis dann. See you.